Hi, herzlich willkommen bei HCE TV. Ich bin Milena und wie ihr sehen könnt, stehe ich in der noch ziemlich leeren Arena Nürnberger Versicherung. Hier wird es am Montag aber ganz anders aussehen. Über 8000 Tickets wurden verkauft für das Heimspiel gegen TuSSM Essen. Das ist Weltrekord in der zweiten Handball-Bundesliga. Was wir von diesem Spiel erwarten können, hat mir Geschäftsführer Stefan Adam nach der Pressekonferenz ein bisschen genauer erzählt. Ja, also die kriegen hoffentlich ein tolles Spiel vor allen Dingen in erster Linie geboten. Wir haben noch im Vorfeld des Spiels eine Choreografie, wo hoffentlich alle mitmachen, dass wir ein tolles Bild noch erzeugen. Und ja, ansonsten freuen wir uns einfach riesig auf das Spiel. Wir haben schon über eine knappe Woche vor dem Spiel die Halle ausverkauft gehabt. Das ist Wahnsinn. Und für ein Zweitligaspiel, wir haben sind ja wirklich jetzt im Begriff, diesen Weltrekord für ein Zweitliga-Handballspiel auch zu knacken. Und das war natürlich vor allen Dingen auch dank der Unterstützung von vielen, vielen Partnern möglich. Allen voran sicherlich die Tucher, die uns unglaublich unterstützt hat, aber viele andere auch. Und das wird, glaube ich, einfach ein großes Fest. Und die Mannschaft freut sich, die Fans freuen sich. Also ich glaube, am Montag wird es richtig Spaß machen. Bei mir jetzt Nikolai Theilinger. Nico, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Vielen Dank. Montag ist es endlich soweit. Weltrekordspiel hier in der Arena. Auf was freust du dich da? Ja, ausverkaufte Hütte. Es wurden über 8000 Karten verkauft. Es ist grandios, was sich wieder Erlangen einfallen lassen hat. Ich bin gespannt, wie die Stimmung ist. Ich denke, grandios, und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Der Aufstieg ist ja jetzt schon mal geschafft. Wie sieht es denn bei euch im Training aus? Trainiert ihr genauso hart wie vorher? Ja, auf jeden Fall. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben noch einige Spiele vor uns und möchten uns auch schon vorbereiten auf die erste Liga. Robert hat uns gut im Griff und wir trainieren genauso weiter wie vorher auch. Okay, es gab ja jetzt diese Woche den Megatransfer von Isa Guardiola vom Verein Veszprém. Spielt er wie du rechter Rückraum? Auf was freust du dich da in der nächsten Liga? Ja, es ist ein älterer Spieler, ein internationaler, hat international gespielt, auch in der Nationalmannschaft. Ja, ich denke, ich kann noch viel von ihm lernen, in der Abwehr genauso wie im Angriff. Ich freue mich auf das Zusammenspiel mit uns und ich denke, wir werden uns gut verstehen. Und Mittwoch habt ihr dann endlich mal Zeit, ein bisschen zu feiern. Da ist die Bergkirchweih und ihr seid mit eurem Partner Tucher dort. Auf was freust du dich da persönlich? Ja, der Bergkirchweih ist was Besonderes hier in Erlangen, Ausnahmezustand. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden mit den Fans Autogramme schreiben oder für die Fans Autogramme schreiben. Ein bisschen mit ihnen reden und dann werden wir bestimmt auch ein bisschen dort bleiben und das hoffentlich schöne Wetter genießen. Und was sind deine persönlichen Ziele für die erste Liga? Ja, natürlich möchte ich mich persönlich weiterentwickeln, verletzungsfrei bleiben, ist natürlich immer sehr wichtig für einen Sportler. Aber ich denke, das große Ziel ist auf jeden Fall Klassenerhalt. Ich denke, mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, sieht es ganz gut aus. Ich bin positiv gestimmt und ich freue mich sehr auf die erste Liga wieder. Danke, Nikolai. Das war's von HCE TV. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns Montag in der Arena.